Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem 6. Ich habe gesagt, diesen netten Herrn werden wir in diesem Part kennenlernen. Jeez. Also Jeez, werdet ihr uns wirklich verlassen? Ja. Meine Freunde wurden getötet von dem Besitzer dieses Schlosses. Ich muss mich an ihm rächen. Diese Leute, die immer bei dir waren... Ja, wenn ich nicht dabei war, wurden sie zu den Minen gebracht. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie Arbeit bekämen. Aber sie arbeiteten wie Sklaven, bis sie starben. Vielleicht waren sie nicht so schlau, aber es waren gute Leute. Jemand hat sie einfach getötet. Jemand wie das da. Also wirst du alleine an ihm Rache üben? Ist irgendwas falsch daran? Nein, aber... Willst du nicht wieder zurück und ein... Händler auf See werden? Nun, wenn ich einmal meine Freunde gerecht habe... Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich darüber nachdenken. Wir werden dich nicht vergessen. Ihr Leute habt immer euer Leben aufs Spiel gesetzt, um uns Essen und Nahrung, um uns to bring and sell food and supplies. Sie haben uns Essen und andere Dinge zu bringen. Wenn ihr irgendwas braucht, kommt einfach zu uns. Ja, wenn ich immer noch am Leben bin, danke. Dieser Herr da, dieser Pirat, ist der Bruder von Geiz. Ja, der Bruder von Geiz, und das spielt danach, und er ist der jüngere Bruder von Geiz, ne? Ja, Geiz ist sein älterer Bruder. Und Geiz erwähnt ihn ja auch einmal. Und sagte, dass er seinen Vater hasst und sein Bruder, der ist immer da geblieben bei seinem Vater und er hasst ihn einfach. Das ist sein Bruder. Jeez. Hm, was? Hast du mir was zu sagen? Nein, ich habe mich nur gewundert, warum ihr alleine gegen die Schlosssoldaten kämpft. Wer bist du? Ich bin Roy, der Anführer der Lysianischen Allianzarmee. Wir sind hier wegen einer Anfrage aus Etruria. Ihr arbeitet mit Etruria? Dann seid ihr nicht auf meiner Seite. Stirb! Warte. Wir kämpfen auch gegen die Schlosstruppen. Was? Was meinst du damit? Ich weiß es auch nicht. Wir wurden hierhin von Etruria gesandt, um die Banditen auf dieser Insel loszuwerden, aber... Du sagtest, dass ihr gegen die Schlosstruppen kämpft, nicht wahr? Möchtet ihr mich anheuern? Was? Ich bin ein Pirat. Ich bin... Ja... Also die Gegend hier kommt mir sehr bekannt vor. Ihr seht so aus, als wärt ihr hier noch nie gewesen. Also könntet ihr einen Guide gebrauchen, nicht wahr? Das würde uns helfen, aber warum? Ich möchte euch helfen bei meiner Mission. Nun, ich bin ein Pirat. Also bin ich vielleicht ein Teil dieser Banditen, über die ihr redet. Aber ich bin bloß hinter Leuten her, die reich sind und die mehr haben, als sie eigentlich bräuchten. Okay, dann frage ich, ob du uns helfen willst. Wir kennen diese Gebiete nicht sehr gut und wir haben große Probleme. Großartig. Überlass es nur mir. Das ist es, Jungs. Ich werde euch rächen mit all meiner Stärke. Danach, denke ich, kann ich mich mit diesem Roy-Typen da zusammen befassen. Keine Ahnung. Er hat eine Brave Axe übrigens. Richtig geile Waffe. So, die hat 1 KP. Das ist schon relativ wenig. Muss man schon so sagen.
So, Rutger, ja, der Bogenschütze geht mir schon derbst auf den Piss hier. Und Tschüssikowski. Eisenstahl, Eisenbogen. Wir müssen jetzt mit jedem noch ein bisschen Damage rauskloppen. So, du gehst jetzt mal hier hin, weil er wird sich um diesen Bogenschützen kümmern müssen. Eisenlanze. Wodao. Okay, du kannst es schaffen. Wunderbar, viel. Das hast du mal richtig gut gemacht. Ja, 90%. Ich würde sagen, du bist Geschichte wie meine Hausaufgaben. Okay, die Line war so schlecht. Könnte ich mich selbst verschlagen. So, Mensch. Deke, du bist mies am Verbluten. Kann man sich so vorstellen, der liegt da blutend rum, hat wahrscheinlich nur einen Arm. Und sagt, töte mich, töte mich. So, Boss noch. Und Track hat auch nicht allzu viel zu tun. Der wird jetzt erstmal Aston unterstützen. Das ging daneben. Tja, dann unterstützt auch mal Estol. Zuerst muss dieser Bogenschütze hier leider runter. Der macht mir sowieso schon so viele Probleme. So, und jetzt noch mit dem Schwert, ne, ja, 84, und wir sind darauf gewappnet, wenn da hinten der Typ ankommt. Wobei ich, glaube ich, Jeez dahin schicke. So, dann schicken wir Deke in die Dörfer. Und wir brauchen hier noch... Oh, Noah. Ich könnte Noah und vier supporten lassen. Dafür müsste ich die beiden nur nebeneinander stellen. Lange genug. Ja, Roy steht ja auch ein bisschen blöd in der Gegend rum, aber muss ja, ne? Gonzales, wo ist Gonzales? Hier. Ich... Hier. Das ist ein Dorf im Norden. Entlang der Berge. Verstehst du? Verstanden. Es könnte eine geheime Basis für die Widerstandstruppen sein. Ich möchte, dass du dorthin gehst und es zerstörst. Das Dorf und alle. Dorf und alle. Richtig. Nun geh. Ein dummer, brutaler wie du ist nur von Zeit zu Zeit nützlich für mich, wie diese hier. Und jetzt beweg dich. Ich. Hast du ein Problem? Nein. Er sieht aus wie der Teufel, aber scheint so, als hätte er ein gutes Herz. Er muss lernen, dass ein Dorf zerstören nichts ist. Ja, das ist die... Oh fuck, Alter, nur 58%. Komm schon, gut. Gut, jeez. Jeez, du bist der Man. So, wir werden das Dorf uns aber noch schnell schnappen, ne? Und, ja, er wird sie... Ja, wo läuft er lang? Er wird hier drüber laufen, ne?
Ich hab keinen Plan, wo er lang läuft. Ich werde das mal hier runter müssen. Denn Gonzales ist eine Einheit, die wir anheuern können und werden. Auch wenn er dumm wie Stroh ist. Das ist eigentlich sogar noch gut gemeint. Selbst Stroh ist schlauer als Gonzales. Aber er hat das Herz am rechten Fleck und es gibt lustige Supports mit G's. Stahlaxt. Vergiftete Axt mit Antidioptrin. Nein, mit Antidioxid. Wie heißt es? Antidixodoxy. Antitoxin. Wo läuft er lang? Er wird darüber laufen, okay. Dann werde ich ihn abfangen. Und du besuchst das Dorf. Ich habe Angst, ob es Lalum gut geht. Für unsere Sicherheit brachte sie uns Waffen von überall her. Selbst als wir sie gebeten haben, sie zu verstecken, hat sie uns immer noch geholfen. Hier ist eine Axt, die sie uns brachte. Sie ist eine sehr seltsame. Sie ist stark gegen Schwerter, aber schwach gegen Speere. Aber schnell, davon möchte ich sie gerne nochmal tanzen sehen. Du Perversling. Ja, egal. Yay, Gonzales. So, und wir müssen hier mit Lilin anreden. Weil Lilin ist ein kleines Mädchen. Entschuldige. Was bist du? Ich bin ein Gegner. Wieder guckt er. Ich hab 3 Zähne im Mund. Es tut mir leid. Aber du hast so einen traurigen Gesichtsausdruck in deinen Augen. Da ist Dorf. Nahe Berg. Weißt du? Ja, ich weiß. Lass die Leute entkommen. Ich hab Befehl. Ich zerstöre Dorf. Also. Was? Nein! Die Leute leben in diesem Dorf. Die Leute, die in diesem Dorf leben, sind unschuldig. Nein, ich kann nicht Befehle verweigern. Kannst du nicht die Leute verlassen, die dir solche Aufträge geben? Verlassen? Ich weiß, du sollst bei uns kämpfen. Wir beschützen die Dorfbewohner. Nein, ich bin ein Monster. Ich kann nicht bei anderen Leuten sein. Leute werfen Steine. Ich kann nicht bei anderen Leuten sein. Leute werfen Steine auf mich. Die sagen, geh weg zu mir. Ich bin ein Monster. Nein, du bist einfach nur Hulk, nur dass du nicht grün bist. Nicht Mensch. Nein, natürlich bist du ein Mensch. Du bist also du bist auch ein gutherziger Mensch. Ich kann's dir sagen, komm mit uns. Ich hab keine Angst. Me afraid. Ich habe Angst. Sonst zerstöre ich das Dorf. Nein, jetzt gehe ich. Jetzt mache ich hier Makalaka und töte euch, ey. Ihr Affen. Gib mir erstmal die andere Axt. Diek, gib Axt. Geht klar, Gonzales. So, und dann kümmere ich mich mal um dich hier. Nö, du wirst Astrid schon nicht treffen. Nicht mit deinen 9%. Na, das ist doof. Ah, wir haben noch Track hier. Tschüss. Ja, das einzige Problem ist, dass die Typen da unten Dunkelmagier sind. Und das ist halt gut gegen... ich kann nicht das Waffenheld von nachschauen. Das hier ist gut gegen das, das ist gut gegen das, das ist gut gegen das. Aber das haben wir leider noch nicht gefunden, sonst könnte hier unser schöner Vater Saul die doch ja so auseinandernehmen.
bis die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Aber so schlimm ist das wie gesagt auch nicht, denn ich kann sie ja auch mich ran sneaken und aus der Nähe einfach auf sie losgehen. Mist. Hör, wie das so plätschert, weil die auf dem Wasser stehen. Ja, nee, das war doof. Egal. Egal, egal, egal. Passiert schon nichts. So, Gonzales. Dann show me your moves. Würde ich mal sagen, ne? Dick schaut uns auch your moves und nicht sein Dick. Denn das gehört sich nicht. Warum läuft Roy mit? Weil ich am Ende eh mit ihm das Schloss übernehmen muss. So, Astol steht ja auch nur doof in der Gegend rum. Ja, was soll er auch machen? Die bauen jetzt langsam eine Beziehung zueinander auf. Denke ich. Ach ja, Jeez übernimmt dann hier oben die Banditen und sammelt fleißig Erfahrungspunkte. Tick, 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 tick. Resistenz plus 1. Kommt direkt der nächste an. Wie Jeez bisher noch nicht getroffen wurde und selber auch keine allzu hohe Trefferchance hat. Bis wohin? Okay. Das war das, was ich wissen wollte. Naja, sie werden mich jetzt schon nicht so aus der Distanz angreifen. Oder doch? Er geht auf ihn los. Bumm. Ja, es wird aber nicht zwei machen, das Verratus ist schwer. So, die Devil's Axe, die kann ich ja nur. Von der kann ich allgemein ja eh nur abraten. Ja, haut 27 raus, wenn sie dich nicht selbst vernichtet. Da ist das doch irgendwie besser. Ja, komm. Zack. Oh, daneben. Das war's, Gonzales ist wütend. Wie der die Haare an den Nacken geklebt hat, ey, das ist auch geil. Hey, langsam scheinen wir Skill zu kriegen. Könnt ihr schon supporten? Nein, aber ihr könnt hier weiter runterlaufen. Und dann, nein. Könntest du damit Gonzales helfen? Und Level 3 erreichen. So, ihr geht schon mal. Warum Boss? Warum habe ich Boss mitgenommen? Er fragt mich nicht. Das Problem ist aber, der heilt sich direkt 20 HP, wenn er mich trifft. Das ist so ein bisschen blöd, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ah, daneben. Tschüss. Jeez, dieser Typ ist gut. Oder wie viel machst du mit der Teufelsaxt ihm? Ja, 19 Schaden, hat eine 27% Genauigkeit. Ich kann jetzt mal ein Safe-Set machen, weil ich einfach nur wissen will, ob die beiden einen Support miteinander haben. Nein. Da pfeifen die drauf. Ah, guck mal, das sieht nur nett aus. Ihr habt es also bisher geschafft. Ich sollte eure Leben. Ich sollte euch eure Leben nehmen. Yay! Lass dich nicht treffen. Gut, und jetzt. Zack. Tod. Ich fühle mein Leben an mir vorbeiziehen. Ja. Ich weiß. Dein Leben zieht an dir vorbei. Oh ja, und ich muss gleich aufs Klo. Gut, dass der Part vorbei ist. Meister Roy. Wir konnten nicht herausfinden, warum Nord uns letztendlich angegriffen hat.
Aber jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, dass irgendwer hinter uns her ist. Ich denke, wir sollten Etruria wegen diesen Zwischenfällen berichten. Ja, ich werde mit General Cecilia darüber reden. Entschuldigung, Meister Roy. Hier ist ein Mädchen, welches wir im Kerker gefunden haben. Sie wünscht euch zu sprechen. Mit mir? Lass sie herkommen. Ja, Sir. Ja, komm. Ihr seid Meister Roy? Definitiv die falsche Stimme. Ich muss meine Kehle noch ein bisschen darauf vorbereiten, denn sie wird bei mir eine extrem quietschige Stimme kriegen. Glaube ich. Aber erst im nächsten Part.